ما تدخلها عرضاده أمشينا نفوذات نفوذات هند عرضت هاي تحساس ميتين ما نقطة ما قوة قطعة الخور ميت لزيدة كيرين هند عرضاجي بتفينا كده ما بتشكل للتخفيف كيرين مشكلة سر تعبير Unsere Reise führt uns von Berlin über Istanbul nach Erbil, der Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan im Nordirak. Im Stadtzentrum befindet sich auch die Zitadelle, die seit Juni 2014 durch die UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt wurde. Sie gilt als ältester durchgängig bewohnter Ort der Welt. Seit 2007 werden hier aufwendige Restaurierungsarbeiten durchgeführt, wobei dafür alle bis auf eine Familie umgesiedelt werden mussten. Die Zitadelle beherbergte einmal drei Stadtteile, in denen noch bis 1984 knapp 4.500 Menschen in 380 Häusern lebten. Heute befindet sich im schon restaurierten Teil der Anlage das kurdische Teppich- und Kulturmuseum, in dem die Geschichte des jahrtausendealten Handwerks vorgestellt wird und das Leben in der damaligen Zeit ein Teil der Ausstellung ist. Viele Exponate zeigen, wie schwierig das Leben im Wechsel der vergangenen Jahrhunderte gewesen sein muss. Heute leben in Erbil geschätzt mehr als 2 Millionen Menschen, meist Kurden, aber auch Assyrer, Araber, Turkmenen und auch türkische Familien. Die Stadt selbst war unter der Diktatur von Saddam Hussein völlig unbedeutend und glänzt heute unter anderem durch milliardenschwere Bauprojekte. Neben zahlreichen Märkten gibt es auch den Chanadar-Park. Erbil ist aber nicht das, was dieses Land in diesen Monaten ausmacht. Wir fahren nach Kirkuk, denn hier gab es in den vergangenen Wochen schwere Gefechte zwischen der irakischen Armee und den Truppen der ISIS, dem islamischen Staat Irak und Syrien. Wir haben in Kirkuk einen Termin mit General Yusuf und werden gebeten, aus Sicherheitsgründen auf eine bewaffnete Eskorte zu warten. Nachdem wir dort sicher angekommen sind und den Checkpoint passiert haben, werden wir auf eine ganz besondere Art überrascht. General Yusuf spricht Deutsch. Er verrät uns, dass er einige Zeit in Gießen gelebt hat. Das Interview möchte er mit uns unbedingt auf Deutsch führen und berichtet von den Aktivitäten der Peschmerga in den letzten Tagen. Die irakische Armee in ungefähr 100 Kilometer weiter von hier in Tikrit, in Beji und Grenzen dem Bagdad. Und die Hauptstraße von dem Bagdad, Kirkuk, die da ist dort. Die Leute können nicht mit Straße hin und zurück nach, fahren nach Bagdad mit Flugzeug. Ja, ungefähr, ja. Jetzt der Kampf, ich glaube, heute ist nicht gekämpft, aber gestern, vorgestern, bei dem Grenze, zum Beispiel Kirkuk in Beshiri und Awija, dieser Grenze, Grenze von dem Kirkuk hat Krieg mit Daesh. Und ich habe gut gekämpft. Auf dem Gelände des Airport Kirkuk sieht man sehr deutlich die Spuren des Kampfes zwischen der irakischen Armee und der ISIS. Die Terrorgruppe eroberte hier nach dem Kampf zahlreiche gepanzerte Fahrzeuge sowie Waffen und Munition. Was nicht mehr für den Kampf tauglich war, wurde zurückgelassen. Einige
Hinterlassenschaften scheinen mutmaßliche Relikte aus vergangenen Zeiten zu sein. Inzwischen haben die Truppen der Peschmerga den Flughafen gesichert und nutzen ihn als strategischen Sicherungspunkt im Grenzverlauf zwischen dem Irak und der autonomen Region Kurdistan. Wir dürfen mit einem Repräsentanten der kurdischen Autonomieregierung die derzeitige Kampflinie besichtigen, wobei zunächst nicht sicher war, ob ein Feuergefecht zwischen den Peschmerga und der ISIS ausbleibt. Und auch hier begegnen wir immer wieder lächelnden, offenen und freundlichen Soldaten. Niemand scheint den Kontakt zu uns zu scheuen. Uns wird erklärt, dass nur wenige hundert Meter hinter dem Erdwall, der als Schutz und Stellung dient, die Kampflinie verläuft. Weg vom Kampf interessieren uns auch die Flüchtlinge in der Region. Neben Syrern fliehen auch immer mehr Iraker in den Norden, der als sicher galt. Es werden täglich mehr und es ist nach derzeitigem Stand nicht sicher, ob es genügend Kapazitäten für alle geben wird. Täglich müssen Lkw-Ladungen an frischem Wasser herangeschafft werden, um die Flüchtlinge zu versorgen. Simon Ravelli ist hier der Campmanager. Er spricht mit uns über das Leben hier. Zurzeit haben wir an dieser Stelle 1500 Menschen untergebracht. Wir sind hier verantwortlich für die Organisation, aber alles unter der Aufsicht der Regierung und der UN. Das Einzige, was wir hier machen können, ist den Flüchtenden ein Zelt, Wasser und ein Herd zur Verfügung zu stellen. Mehr Möglichkeiten haben wir eigentlich im Augenblick gar nicht. Okay, and so do you get all the supplies you need? Do you get... do you get support from the government or other organizations, or is it a really hard task here at the moment? Wir koordinieren hier als Repräsentanten der UN und täglich wird die Arbeit mehr. Mit mir arbeiten hier derzeit 10 bis 12 Mitarbeiter, wobei wir sehr international aufgestellt und organisiert sind und natürlich auch sehr eng mit der kurdischen Regierung zusammenarbeiten. You have mostly Iraqi people here or also Syrian? In diesem Camp leben ausschließlich irakische Flüchtlinge. Ja, letztlich liegt die Entscheidung bei der Regierung, denn die bestimmt, wer in welches Camp darf oder soll. Der Strom der Flüchtenden nimmt nicht ab und täglich kommen hunderte verzweifelte Menschen hinzu. Das Camp muss daher um weitere Flächen erschlossen werden. Ein Ende ist derzeit nicht in Sicht. Das kurdische Autonomiegebiet verfügt über hohe Erdölreserven, was von großem internationalen Interesse ist und für den Wohlstand des Landes sorgt. Der Kampf gegen den Terror der ISIS führt auch dazu, dass Kraftstoff immer knapper wird. An den Tankstellen patrouillieren inzwischen auch bewaffnete Polizisten, damit die Situation nicht eskaliert. Die Gemüter der Wartenden sind zum Teil erhitzt und als sie die Kamera sehen, kommen sie zu uns und wollen mit uns sprechen. Einer der Männer spricht mit uns. Wissen Sie, ich bin Landwirt und meine Maschinen funktionieren nicht ohne Benzin. Jetzt gerade haben wir die Ernte und ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ich warte hier fast jeden Tag viele Stunden auf ein bisschen Benzin für meinen Traktor. Dabei verliere ich immer mehr Zeit bei der Ernte. Die Kraftstofflieferungen werden immer weniger, denn es gibt im Land zu wenig eigene Raffinerien, die das Rohöl veredeln können und die Warteschlangen werden täglich länger an den Zapfsäulen. Wir haben hier einige Probleme mit der Versorgung hier durch die ISIS, denn seit sie in der Region um Mosul kämpfen, verschlechtert sich auch hier bei uns der Nachschub und Benzin. Hunderte Tanklastwagen aus der Türkei und dem Iran warten hier zum Teil über viele Tage, bis sie zur nahegelegenen Abfüllanlage fahren können. Sie warten hier bei Temperaturen bis weit über 45 Grad im Schatten.
Unsere Recherche führt uns weiter durch den Nordirak in das syrische Flüchtlingscamp Kavergosk. Es liegt einige Autostunden von Erbil entfernt in Richtung syrischer Grenze. Doch bevor wir einfahren dürfen, müssen auch hier ein paar bürokratische Hürden genommen werden, denn ohne offizielle Drehgenehmigung ist das Arbeiten im Camp für uns nicht erlaubt. Inzwischen leben hier nach Angaben der UN mehr als 15.000 syrische Flüchtlinge in mehr als 600 Zelten. Sie alle flohen vor dem Terror und der Verfolgung in Syrien. Zum Teil kamen sie zu Fuß. Umso aktiver die ISIS in Syrien kämpft, umso mehr Flüchtlinge kommen hier auch in den Irak. Sie kommen zwar nicht alle in dieses Camp hier, aber es werden immer mehr Menschen. Bis hierher ist es aber für viele Menschen einfach zu weit. Sie bleiben meist in Grenznähe. Und die Regierung hat inzwischen drei weitere Camps wie dieses hier errichtet, um die Menschen irgendwie aufnehmen zu können. Und viele Familienangehörige, Brüder, Väter, Schwestern sind aber schon hier und so kommen auch hier immer mehr Menschen dazu. Das größte Leid tragen aber wie immer die Jüngsten, auch wenn es hier möglich ist, bis zum 10. Lebensjahr die Schule besuchen zu können. Danach ist alles weitere ungewiss. Einige von ihnen versuchen sich durch kleinere Arbeiten etwas hinzuzuverdienen, aber oftmals reicht es nur für das Nötigste. Doch die Aussicht, wieder in die Heimat zurückzukehren, liegt noch in weiter Ferne. Unser Weg durch den Irak führt weiter an die syrische Grenze, denn dort kämpfen die Peschmerga sehr engagiert gegen den immer realer werdenden Terror der ISIS. Die Stellungen, die ich Ihnen zuvor gezeigt habe, sind die Kontrollstellung der Peschmerga. Und nachdem es um Mosul zu weiteren Kämpfen kam, sind wir hier in diesem Gebiet natürlich verstärkt aktiv und es gibt immer wieder Kontakt zu den ISIS. Unsere Truppen hier an der Grenze zu Syrien sind natürlich auch täglich im Einsatz, aber nicht nur zur Sicherung der Grenze. Allerdings gibt es keinen weiteren Kontakt zu den Kurden auf der syrischen Seite. Entgegen jüngsten Berichterstattungen sind die Truppen jung und vor allem motiviert. Von unserer Position aus haben wir eine Fläche von 140 Kilometern entlang der syrischen Grenze zu sichern. Wir haben auch jetzt rund um die Uhr Truppen in diesem Gebiet vor Ort und die sind halt für die Kontrolle dieser Grenzlinie absolut verantwortlich. Auch dieser Tag bei den Peschmerga geht zu Ende und wir treten unsere Heimreise nach Erbil an. Erstaunlich ist, wie motiviert sie kämpfen, vor allem nur mit leichten Waffen. Und auch hier werden wir ebenso freundlich verabschiedet, wie wir empfangen wurden. Für uns ein Signal der Transparenz. Letzte Station ist für uns der Ort, der am 16. März 1988 bis zu 5.000 Kurden das Leben gekostet hat. Aber vorher muss ich auch unser Guide noch einmal nach dem richtigen Weg durchfragen. Es geht weiter in Richtung Iran, vorbei an der Provinzhauptstadt Sulmania. Khalabscha liegt unmittelbar an der iranischen Grenze und wurde durch die Luftwaffe Saddam Husseins mit Giftgas bombardiert. Der Ort steht bis heute symbolisch für die Verfolgung der Kurden im Irak. Die Stadt selbst galt schon damals als Bastion des kurdischen Widerstandes gegen die Regierung Saddam Husseins in Bagdad. Niemand von ihnen wurde gewarnt und als die Bomben fielen, gingen die Menschen ihrem normalen Tagesablauf nach. Die Märkte waren voller Leben und die Menschen ahnten nicht, dass der Tod so schnell über sie kommen sollte. Erst durch das Engagement der iranischen Regierung, ausländische Journalisten in diese Region zu bringen, erfuhr die weltweite Öffentlichkeit von den Gräueltaten des irakischen Diktators. Inzwischen
ist das Leben in dem kleinen Städtchen zurückgekehrt und nur die Gräber und Mahnmale erinnern an das Verbrechen. Heute spielen wie damals die Kinder auf der Straße, unbeschwert und lachend. Inzwischen kämpfen die Kurden wieder für ihre Freiheit. Doch scheint dieses Mal der Terror noch viel gefährlicher zu sein. Die internationale Staatengemeinschaft ist gefordert. Doch wie wird sie die Kurden im Kampf gegen die ISIS unterstützen?